Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer monatlichen Botschaft. Diesmal für den Februar. Februar 2024, die kommenden 29 Tage. Ich möchte gerne wissen, was bewegt dich? Welche Themen gibt es in und im Außen? Was bewegt dein Umfeld? Was ist für dich relevant? Worauf darfst du achten? Ich bin neugierig, ich hoffe, du auch. Mach's dir schön, mach's dir gemütlich, hol dir was Leckeres zu trinken und dann würde ich sagen, starten wir hier direkt mal rein. Ich werde alle Bereiche vorlegen. Ich mache hier schon mal ein bisschen Platz mit allen Kartendecks, die ich so verwenden möchte. Und dann gucken wir, was so deine Themen des Monats sind. Welche Energien dürfen kommen, welche dürfen gehen, welche dürfen bleiben. Mal Kärtchen durchgemischt. Sehr schön. Hier zeigt sich schon mal die erste Karte für das große zentrale Thema. Da die zweite Karte. Wie geht es dir? Wie empfindest du den Monat? Was für Themen hast du innerhalb deiner Familie? Welche innerhalb deiner Freundschaften? Wie steht es um deine Sicherheit, deine Stabilität, Finanzen, Berufliches, ne? Also auch alles im professionellen Bereich. Die legen wir mal hier hin. Was sagt die Liebe? Was gibt es für Chancen und Potenziale? Und wovor darf ich dich warnen? Wo darfst du aufpassen? Okay, das war es dann tatsächlich vorerst mit dem Tarot. Jetzt geht es weiter. Bei dem Thema des Monats hätte ich nämlich gerne auch eine Botschaft aus deinem Unterbewusstsein, aus dem Energieorakel. Meine Decks habe ich im Übrigen alle in meiner Kanalinfo benannt. Ne, alle, die ich regelmäßig benutze. Ich habe leider so viele, da passen nicht mehr alle hin. Ne, das heißt aber, ich werde das immer mal auswechseln, die ich häufig und aktuell, das heißt so die letzten Videos, das aktuelle Videos benutze. Die benenne ich da, meistens benenne ich sie auch unter dem Video selbst. So, eine Botschaft hier aus dem Unterbewusstsein. Da sind drei, ich möchte aber nur eine. Das heißt, ich werde hieraus jetzt auch nochmal mischen. Natürlich mit drei, auch süß. Welche möchte sich zeigen? Welche möchte mir ein Signal geben? Die. Die ist hier hoch. Geploppt hochgegangen. Das legen wir wieder zurück und dann gibt es noch ein Einhorn und ja, dann legen wir auch irgendwann mal los. Keine Sorge. Da, das Einhorn zeigt sich. So, und zum Ende werde ich auf jeden Fall nochmal eine Orakelkarte ziehen. Das ist eine Antwort. Eine Antwort von dem Universum an dich auf eine Frage, die du entweder schon hast oder auf eine Frage, die du dann gerne nochmal stellen magst. Wir starten hier mit dem Bewusstsein, mit dem Thema des Monats. Da haben wir den Stern und die fünf der Stäbe. Okay, das sind die Energien. Also, ich habe das Gefühl, es geht bei dir im Februar um das Thema Wunsch- und Visionerfüllung. Der Stern steht eben für das Licht am Ende des Horizontes, ein Licht, ne, nach dem du dich orientierst. Und mit den fünf der Stäbe kriege ich tatsächlich Konkurrenz, aber auch Teamfähigkeit rein. Ne, du darfst dich durchsetzen, du darfst dich behaupten. Du könntest es hier mit Konkurrenz zu tun haben. In welchem Bereich genau werden wir schauen? Ne, weil ich sag mal, solche Visionen, die können sowohl beruflich wie auch privat eine Rolle spielen. Also hier geht es darum, dass du dich behauptest, ne? Dass du dich durchsetzt, dass du dich präsentierst und eben bestenfalls wie die junge Frau hier gegen ihre Konkurrenten vorne durchsetzt. Ne? Ob du Mann oder Frau bist, spielt dabei natürlich wie immer beim Tarot gar keine Rolle. Auch diese Karte, ne? Wunderschön. Wie so ein Engel. Okay, so, die legen wir schon mal wieder hier hin. Dann würde ich jetzt gerne das Kärtchen deines Unterbewusstseins befragen. Und da haben wir Erstrahlen. Oh, Leute, könnte das passender sein, nach dem, was ich gerade gesagt habe? Erstrahlen, ne? Du erstrahlst, du zeigst hier, du kannst aus deinem Versteck hervorkommen, kriege ich gerade geflüstert. Ne, du darfst dich zeigen, du darfst dich präsentieren.
Ne, du darfst dich hier dann in diesem Zusammenhang auch behaupten, ne, gegen andere, kannst dich durchsetzen, darfst dich behaupten. Ich kriege ja aber auch tatsächlich noch rein, dass du hier sogenannte Masken absetzen kannst. Ne? Also dass du ja entweder dieses Angepasste, ne, was man ja als Luftzeichen sehr gut präsentieren kann, ne, also um es anderen recht zu machen, um anderen zu gefallen, ist man eben auch in der Lage, ein bestimmtes Bild zu wahren, damit es am Ende allen gut geht. Hier ist aber die klare Botschaft, hier geht es darum, dass du strahlst, dass du, sag ich mal, aus dem Versteck hervorkommst und wirklich sagst, das bin ich, ne, da möchte ich hin. Dann haben wir noch einen weiteren Hinweis mit der Nummer 30. Die Nummer 30 im Tarot haben wir so nicht, aber aus der Nummer 30 wird die Nummer 3 und das ist die Herrscherin. Die Herrscherin, ne, wird dem Planeten der Venus zugeordnet. Das heißt, da geht es um alles, was uns reizt, was wir schön finden, was wir genießen, aber auch so die romantische Seite in uns. Ne, das heißt, hier darfst du wirklich da in deine Schöpferkraft kommen. Ne, du kannst hier dir alles holen, alles erreichen, ne, weil dafür steht die Herrscherin, die erschafft sich ihr Reich in einer wesentlich weicheren Form, als es zum Beispiel der Herrscher macht, ne, weil der ist eben sehr mit Struktur und Ordnung gefasst. Die Herrscherin ist da eben auch auf das Gefühl, ne, auf das Gefühl, Thema Fruchtbarkeit, ne, kriege ich jetzt hier aber gerade nicht als Botschaft, sondern dass das eben auch ein Signal, ein Zeichen der Herrscherin ist, ne, dass etwas wachsen und gedeihen darf, ne. Sie schaut beim Wachsen zu, beim Schauen, beim Wachstum ihres Lebens, ihrer Vision. Okay? So, und dann haben wir natürlich noch das Einhorn. Und das ist das Einhorn Nummer 35, göttliches Potenzial. Lebe deine Bestimmung, sei alles, was du sein kannst. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Dieses Einhorn wird dich unterstützen bei genau dem, was ich gerade gesagt habe, bei dem Leuchten, ne, bei dem Leuchtfeuer deines Lebens, dass du dich präsentierst, dass du dich zeigst. 35, 3 und 5 ergibt die 8. Die 8 im Tarot steht für die Kraftkarte. Die Kraft setzt Mut, Stärke und Widerstandskraft voraus und bringt diese mit sich. Ganz tolle Botschaften. Hier schon mal zum zentralen Thema, die Überschrift des Monats, könnte man sagen. Jetzt würde ich direkt reingehen in die anderen Bereiche und dann auch entsprechend klären mit dem Lenormand. Deine Gefühle, dein Empfinden, wie nimmst du den Monat wahr? Da haben wir die 2 der Kelche, ich zeige sie mal, und den König der Münzen. Also, ich kriege hier rein, dass ich hier, dass du dich annäherst. Es könnten hier Annäherungen stattfinden, auch Versöhnungen. Der König der Münzen könnte dabei aktiv eine Rolle spielen. Das kann, egal ob männlich oder weiblich, eine Person sein, die sehr fest im Leben steht. Könnte eine ältere Person sein als du. Ne, jemand, der auf jeden Fall ja, ein gutes Leben führt, der weiß, was er will, der weiß, wo er steht. Auch sehr auf sich bedacht ist, ne? Der guckt, wie er im Außen, ne, wie er erscheint, was er für Kleidung trägt, wie er sich ausdrückt. Also das ist wirklich der König der Könige, für mich persönlich zumindest. Und mit den 2 der Kelchen kriege ich hier eine Annäherung rein, ne? Also so eine Annäherung, du näherst dich einer bestimmten Person, du näherst dich aber auch dir selber, deiner, ne, deiner wahren Identität. Eine Versöhnung, ne? Eine Versöhnung auch mit uns selbst kann eine Versöhnung stattfinden, ne? Weil man mit sich im Reinen ist. Sehr schön, eine Klärung bitte aus dem Lenormand, dass wir vielleicht eine direkte Botschaft ins alltägliche Leben bekommen. Ja, der Herr, das ist also hier eine Botschaft, das heißt, es geht hier wirklich auch bei den 2 der Kelchen um eine Annäherung, ne? Also um, man kommt sich wieder nahe, und das muss jetzt nicht immer im romantischen Sinne sein, ne? Weil ich weiß, nicht jeder guckt hier ja auf die Liebe, logischerweise. Ne? Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja gut, aber ich habe jetzt hier keinen Herzmenschen, niemanden, wo ich speziell drauf gucke, dann ist es eben zu einer anderen Person, ne? Dass man sich einfach wieder näher kommt, dass man wieder besser miteinander auch emotional agieren kann und sich auch wieder besser versteht. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter in deine Familie. Das sind ja hier 2 Kärtchen, die wir hier haben, Familie und Freunde. In der Familie habe ich den Magier. Der Magier, ne, der zaubert nicht einfach so vor sich hin. Der hat wirklich eine Idee. Der interagiert auch, also der holt sich auch tatsächlich aktiv Rückmeldungen ein. Also da geht es wirklich auch um die Kommunikation mit anderen.
Der Magier selber, ja, der steht auch in direkten Verbindung mit dem Planeten Merkur. Und Merkur, ja, hilft uns eben auch in der Art und Weise zu kommunizieren, ne? Wie kommuniziere ich mit anderen? Wie spreche ich Dinge aus? Also ich kriege dich hier sehr bedacht rein, ne? Eine sehr bedachte Energie. Eine Energie, wo man wirklich sagen kann, ja, du schaust wirklich aktiv, wie du das Gespräch suchst, gehst sehr diplomatisch vor. Ne, das ist also der Magier ist jemand, der relativ geplant ist, sag ich mal. Okay. Eine Botschaft hier aus dem Lenormand gerne. Da haben wir schon wieder den Herren. Ja, also es geht um den Plan, um die Kommunikation mit einer bestimmten Person. Ne, der Herr muss keine männliche Person sein übrigens. Es kann auch eine weibliche Person sein, aber kann tendenziell auf jeden Fall eine externe. Ne? Also nicht du selbst, sondern ein Mensch, mit dem es da geht. Ne? Das heißt, du achtest hier in der Kommunikation und in deinem Erscheinen sehr auf eine bestimmte Person, ne? Wie du da wirklich diplomatisch vorgehst. In deinen Freundschaften haben wir das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen, ne? Eine Chance, eine Möglichkeit im Weltlichen. Ich kriege ja auch einen Neuanfang rein. Unterm Deck liegt hier gerade das Kreuz. Das kann ich in dem Fall nicht ignorieren, weil das oft auch für karmische Aufgaben, für karmische Zyklen steht. Aber natürlich auch für Prüfungen. Ne? Also das Kreuz stellt uns vor Herausforderungen. Aber diese Herausforderungen sind eben dann für uns jetzt in dem Falle gesehen eine Chance in deinen Freundschaften. Ich würde gerne doch noch mal eine Lenormand-Karte haben. Ja, es sind also gute Aussichten. Die Sonne ist gefallen. Ne? Die Sonne im Lenormand, Lebensfreude, Glück, Willensstärke, Energie. Ne? Also alles, was wir auch selber mit der Sonne als solches assoziieren. Das ist hier wirklich eine Botschaft, dass du eine Chance hast, die du durchaus auch wahrnehmen kannst, die dich auch in deinen Freundschaften voranbringt. Das kann auch einen Neuanfang bedeuten. Es kann bedeuten, dass du eine Chance hast, einem bestimmten Freund im Weltlichen auch wieder näher zu sein. Zum Beispiel auch durch einen Umzug, ne? Durch einen Jobwechsel, ne? Dass man da eine Freundschaft intensivieren könnte. Okay, dann gehen wir mal hier weiter in den Stabilität und ja, Finanzen-Beruf-Bereich, also alles so im Professionellen. Da haben wir einmal die Gerechtigkeit und den König der Kelche liegen. Bei der Gerechtigkeit, das ist deine eigene Karte tatsächlich, das wird dem Sternzeichen Waage zugeordnet im Tarot. Und ja, Dinge auswägen, aber auch für Gerechtigkeit sorgen, ne? Für sich selber einstehen. Ne? Also es könnte hier auch die eine oder andere Aufgabe auf dich warten im Februar. Ne? Die Aufgabe, wo du dich beweisen darfst, wo du dich unter Beweis stellen darfst, könnten wir hier auch wieder einen direkten Bezug zu den Fünf der Stäben haben. Dass du hier für deine eigene Gerechtigkeit sorgst. Ich kriege gerade irgendwie so Personalrecht rein tatsächlich, aber auch Gerechtigkeit, dass du... dass du die Anerkennung zum Beispiel auch im Beruf bekommst. Ne? Der König der Kelche könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Der sorgt nämlich für Harmonie. Ne? Harmonie, für Ausgleich, für Sorge. Ne? Der König der Kelche könnte eventuell eine Person sein, mit der du direkt arbeitest oder mit der du deine Finanzen planst. Ne? Jemand, der auf jeden Fall auch sehr auf dein eigenes, auf dein menschliches, auf dein Herzwohl eingeht und darauf achtet. Ne? Das ist jemand, der da sehr... ein sehr gutes Gespür auf jeden Fall hat. Der König der Kelche kannst du natürlich auch selber sein. Auch hierzu hätte ich jetzt gerne mal eine Botschaft, ob du das selber bist. Kann aber auch sein, weil wir ja auch, ne, das ist ja auch mit der Bereich der Finanzen, dass du zum Beispiel in deine emotionale Gesundheit investierst. Ne? Und dass der König der Kelche da dein Mentor, dein Coach ist. Okay, ein Hinweis. Der Mond, ja, okay. Dann ist das hier tatsächlich, der König der Kelche wirklich eine externe Person, also wo man jetzt ja sagt, da wird das emotionale Wohl hergestellt. Würde ich jetzt gar nicht, ich muss noch mal kurz reingehen. Nee, ich bleibe bei 50-50.
Ich kriege die einen rein, die wirklich sagen, okay, ich kümmere mich ich kümmere mich hier tatsächlich um mein emotionales Wohl, investiere da. Bei anderen kriege ich aber auch rein, dass du selber sehr gefühlvoll bist, dass du auch eine Art Ansprechpartner im professionellen Bereich bist, ne? Dass man sich mit dir sehr wohl fühlt. Ja, dass du da wirklich deinen Gefühlen und deinem Bauchgefühl folgst, ne? Dass du gar nicht so, weil normalerweise als Luftzeichen ist man ja auch sehr auf den Kopf, auf den Verstand nicht angewiesen, aber das ist somit der beste Berater. Und hier kriege ich rein, dass du dich viel auf dein Bauchgefühl verlässt. Wenn sich im professionellen Sinne etwas für dich nicht gut anfühlt, dass du dann sagst, nee, dann ist das auch nicht mein Weg. Die Liebe, die verspricht die 7 der Stäbe und die Welt. Also Unabhängigkeit, ne? Du distanzierst dich von einer bestimmten Meinung, ne? Von den Meinungen anderer, Thema Unabhängigkeit und die Welt, ein neues Kapitel, ne? Dass du hier einen neuen Abschnitt beginnst. Ne? Du hast hier mit einer bestimmten Person einen langen Lernweg hinter dir, weil die Welt ist das Letzte. Ne, der letzte Abschnitt in der großen Arkana, dann geht es weiter, ne, in einen neuen Zyklus. Das heißt, hier beendest du einen Zyklus. Ne? Das kann sein, dass du dich jetzt hier endgültig von einer Beziehung, von einem Menschen distanzierst, ne? Dass du hier sagst, okay, dieses Kapitel ist abgeschlossen. Deswegen auch die 7 der Stäbe. Du machst dich unabhängig von der Meinung dieser Person. Bei anderen kriege ich aber auch rein, du machst dich unabhängig von Meinung anderer, ne? Was diese Person angeht. Ne? Dass du da einfach sagst, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst für diesen Menschen. Und oder ich entscheide mich auch bewusst fürs Single-Sein zum Beispiel, ne? Und mir ist egal, was die Gesellschaft, was das Umfeld dann von mir erwartet. Ich bin selbstbewusst genug, um diesen Weg zu beschreiten. Auch hier eine Botschaft aus dem Lenormand, bitte. Vielen Dank. Der Fuchs, ja. Hier, der Fuchs steht ja, und das kriege ich hier tatsächlich auch so rein, der Fuchs steht ja auch hin und wieder für Intrigen oder für, sag ich mal, nicht ganz mit offenen Karten spielen. Und da habe ich das Gefühl, dass du hier tatsächlich nicht selber eine Intrige spielst, aber dass du selber dir nicht in die Karten schauen lässt. Na, dass du einfach sagst, mit dieser Unabhängigkeit, die 7 der Stäbe kriege ich direkt rein, dass du sagst, nee, ich habe hier meine eigene Strategie, ich habe hier meine eigene Idee und der folge ich. Völlig egal, was sag ich mal, das Weltliche sagt, was die Personen um mich herum sagen, ich mache mich davon komplett unabhängig. Ich verfolge ein bestimmtes Ziel, eine Vision. Okay. Deine Chancen und Potenziale im Februar, da haben wir den Pagen der Münzen und die 8 der Münzen, also sehr münzig, sehr weltlich, also im Weltlichen liegen hier deine großen Chancen. Der Page der Münze ist auch die Möglichkeit, eine neue Stabilität zu setzen, einen Neuanfang, ne, mit einem anderen Menschen oder auch in einem bestimmten Lebensbereich. Die 8 der Münzen ist die Qualifizierung, ne? Die Qualifizierung in dem, wo du schon Fähigkeiten besitzt. Das kann ein Aufstieg bedeuten, ne? Eine Beförderung zum Beispiel. Ich finde, Beförderung ist auch total das alte Wort, ne? Aber ich denke mir immer so, damit können alle was anfangen. Ne? Eine Beförderung, eine Qualifizierung. Eventuell kannst du hier anderen etwas beibringen. Andere können von deinen Fähigkeiten profitieren. Und das wiederum stellt dann mit dem Pagen der Münzen auch einen Neuanfang dar. Ne? Wenn du dich zum Beispiel verselbstständigst, dann ist das für dich ja auch ein neuer Meilenstein im Weltlichen. Hier bitte ein Kärtchen zur Klärung, Engelsflügel, ja, Beschützerinstinkt, Führungsqualitäten. Ja, das ist hier wirklich, bei einigen kriege ich auch rein, weil die Engelsflügel auch für spirituelle Arbeit stehen kann, dass du hier im spirituellen Bereich, ne, dich verselbstständigst, anderen etwas lehrst, anderen etwas beibringst und da auch besser wirst, eventuell vielleicht sogar eigene Kurse anbietest. Wenn du aber sagst, nee, mache ich jetzt, also damit habe ich jetzt nichts zu tun, weil das ja noch sehr speziell ist, dann kriege ich tatsächlich rein, dass du auf jeden Fall über gute Führungsqualitäten, ne, andere gut den Weg weisen kannst. Wovor darf ich dich warnen? Vor dem Tod und vor den 8 der Stäbe. Ne? Der Tod, Transformation, ne? Etwas darf gehen. Du darfst dich verabschieden von einer Art und Weise zu denken, zu sein, zu leben, ne? Und dadurch in eine neue Dimension einsteigst, ne? Also dich auch
innerlich verändern möchtest. Und die Acht der Stäbe begünstigt das Ganze, weil da kommt Beschleunigung rein. Ne? Man ist sehr gewillt, man hat sehr viel Energie mit den Acht der Stäbe, ne? Steht für einen sehr, sehr schnellen Fortschritt. Das ist eine sehr schnelle Energie. Ich soll dich aber davor warnen. Das heißt, brich hier ein bestimmtes Zelt nicht vorschnell ab. Ich gehe mal ganz kurz rein. Ich kriege ja auch tatsächlich eine Warnung. Wir haben schon wieder den Fuchs übrigens. Vor einem Umzug. Ne, dass hier vielleicht ein Umzug jetzt gerade noch nicht das Richtige wäre. Okay, ja, wir haben wieder den Fuchs. Da wird tatsächlich davor gewarnt, ne, einer bestimmten Idee, einem bestimmten Plan Folge zu leisten. Ne? Aber eben auch, dass du hier, dass du ein Wegweiser, der Fuchs ist ja wieder sehr im Kopf unterwegs, ne? Der ist sehr kopflastig. Und da kriege ich tatsächlich rein, dass du weniger in die Kopfenergie, mehr, ne, hier König der Kelche, mehr in den Bauch, in dein Gefühl gehen sollst. Ne? Gerade wenn es um Entscheidungen geht. Ne? Entscheidungen, die gravierend sind mit dem Tod, ne? Also wo es eine gravierende Veränderung gibt im Leben und mit den Acht der Stäben entsprechend beschleunigt. Ne? Und eher nicht Schnelligkeit, mehr in der Gesetztheit, mehr wirklich gucken, okay, das ist jetzt gerade hier, vielleicht sollte ich doch noch mal eine Nacht drüber schlafen, mir das Ganze noch mal genauer anschauen. Also weniger auf Schnelligkeit, weniger auf Kopf, mehr auf Herz, mehr auf Bauch und auf Geduld setzen. Okay, sehr schön. Ja, dann würde ich habe gerade überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe euch einen Ratschlag der modernen Damen oder eine Antwort-Fragekarte. Jetzt könnt ihr mir natürlich nicht direkt antworten, aber ich habe ja vorhin schon ein bisschen die Antwortkarte angeteasert und ich habe das Gefühl, ich soll bei euch ein Kärtchen davon ziehen. Ja, doch, ich fühle das gerade, Leute. Ich hab wirklich den Eindruck, ich soll hieraus eher eine Antwort ziehen. Meistens kommen da übrigens auch zwei Antworten raus. Mal gucken, wie es bei euch ist. Denk dir eine Frage, wenn du magst. Wenn du keine Frage hast, gar nicht schlimm, dann wird sich die Frage dir im Laufe des Monats präsentieren. Und es ist tatsächlich nur eine Karte rausgefallen. Okay. Was sein wird, wird sein. Lass das Leben einfach auf dich zukommen. Meistens ergeben sich die Dinge genauso, wie es am besten ist. Und das ganz ohne unsere Einflussnahme darauf. Und da ist wieder so ein bisschen weniger Kopf, mehr Bauch, ne? Also hab Vertrauen. Hab Vertrauen in das Geschehen, hab Vertrauen in alles, was kommt. Und mit diesen Worten, meine liebe Waage, darf ich mich von dir verabschieden. Schön, dass du zugeschaltet hast. Wenn du magst, lass mir gerne einen Kommentar, gefällt mir. Oder wenn noch nicht vorhanden, ein Abo da. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich sende dir ganz viel Liebe, ganz viel Energie für diesen neuen Monat und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.